Und damit ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Attack on Titan Wings of Freedom. Ja, wir sind in der letzten Folge beim Rückzug stehen geblieben. Ich weiß zwar nicht, warum der den Rückzug eingeleitet hat, wegen dem Typen, ja okay, um ihn zu beerdigen, kann man das ja mal machen, okay. Aber jetzt ab zurück aufs Schlachtfeld, würde ich sagen. Erwin meint jetzt, eine große Horde Titan hat sich in Richtung der Stadt in Bewegung gesetzt. Es ist wie vor 5 Jahren, als Mauer Maria fiel. Ich kann es kaum ertragen, die Expedition schon nach der Hälfte abzubrechen. Aber wenn es so ist, haben wir keine Zeit, außerhalb der Mauern herumzutrödeln. Ja, kehren wir möglichst schnell zum Bezirk Trost zurück. Bist du bereit? Ja, wir sind bereit, auf jeden Fall. Definitiv. Rückzug für alle Einheiten. Wir kehren in Kampfformation zum Bezirk Trost zurück. Und zwar sofort. Okay, ich sag dann mal wieder nichts. Oder doch? Eine Stadt, die sich in einer Ausbuchtung an der Südseite der Mauer Rose befindet. Nach dem Fall der Mauer Maria ist es wahrscheinlich, dass diese Stadt von den Titanen angegriffen wird. Kommandant Pixis, der Kommandant der Mauer Garnison, hat freie Hand, was ihre Verteidigung betrifft. Dank der Bemühungen der Brevis Handelsgesellschaft herrscht in der Stadt lebhafte Geschäftigkeit. Okay. Was die da immer für Wörter finden, Heilige Mutter Maria. Gucken wir uns das mal an. お前の班は最後尾について巨人の追撃に対応してくれ。ああ、了解だ。 Ihr habt's gehört, wir müssen hinten bleiben. Oh man, kommt mir vor wie beim Dynasty Warriors Spiel, ne? Aber ey, wenn wir schon ein Pferdchen haben, nutzen wir es aus. Ist ja auch nicht gerade das Schwächste. Also, let's go, Freunde. Ja gut. Ein Dorf, ne? Mal schauen. Was läuft hier? Mir sagst wie, dann mache ich das. Danke, Kanon besteigen. Ja, einfach weghauen, meinst du? So. Cool. Supi. Einfach weghauen. Das läuft bei uns. Jiha. Kann ich absteigen? Ganz klar, das Pferd ist auch oben. Ich bin mal weg hier. Außer nö, dort kriegen wir Gäste. Darf ich mal? Ja, super. Ich darf nicht mal. Jiha, wundervoll. Das erste Genick ist halbwegs kaputt. Aber es wollte noch nicht. Okay, dann jetzt. Was machen wir hier? Sie retten wir hier mal. Ganz geschmeidig. Und ihn hier killen wir. So. Was? Die hat's überlebt, die Olle. Tja. Dann bekommt sie noch mal eine. Schön saftig reingebrettert. Jetzt reicht's mir endgültig. Ich bring die alle um. Und zwar selbst. Ohne Wenn und Aber. Ja, super. Du bist doch ein Arschkriecher. So. Das war dein Todesurteil, du dummer Prolet. So. Darf ich mal? Du bist doch ein kleiner Lilliputaner hier. Dich nehmen wir gleich aufs Korn. Dankeschön. Ich schnetzel mich mal bis nach vorne an jedem vorbei. Ja, verdammt. Einfach mal dick wie Stein die Haut. Meine Fresse. Weiter geht's. Sorry, Pferdchen.
Ich müsste sowieso bald wieder absteigen. Aber so geht's ja auch. Ne? So komme ich an allen wichtigen Orten und Punkten vorbei. Auch hier übrigens, wo seit langer Zeit schon ein Hilferuf passiert ist. So. Auch der möchte noch sterben. Wundervoll. So. Wo muss ich jetzt hier hin? Supi, hier durch. Hallöle. Wer will noch? Will einer Ärger? Ja, du möchtest Ärger. Das können wir gerne einführen. Ganz in Ordnung. Ja gut, dort haben wir eigentlich praktisch alle erledigt. Dort fehlen nicht mehr viele. Also können wir hier auf jeden Fall mal noch aufräumen gehen. So, dankeschön. Den nehmen wir jetzt auch noch aufs Korn. Hallöle. Nein. Du kannst es vergessen, meinen Freund mitzunehmen. So. Inklusive euch, meine Freunde. Ihr. Yeah, vollständige Unterwerfung. Inklusive dir. Du Fetti Bombastik. Welcher Fetti Bombastik will jetzt noch dran glauben? Was ist, hast du überlebt? Du und welche Armee? Ey. Hier liegen, wo sind wir denn hier gelandet? Hey, 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 hey. Geh weg, mein Freund. Dass die sich aber auch nicht wehren können. Mal echt. Einfach, keiner kann sich wehren. Ja, super. Und wo sind die überall? Sogar hier ist noch einer. So. So, wundervoll, immerhin. Durch den zweiten Schlag von dem Kollegen sind die noch... Also ist er noch gefallen. Ich spreche teilweise in kryptisch, Mann. Definitiv. So, wie geht's jetzt hier? So, Petra, ich helfe dir mal kurz. Nicht, dass du mir wegstirbst. Wo will wer noch auf die Fresse bekommen? Sorry, das übernehme ich mal. Ich bin überall auf dem Schlachtfeld. Deswegen nennt man mich auch der gelbe Blitz von Konoha, ne? So, Anlehnung an Naruto. Jetzt helfen wir den anderen noch dort fertig zu werden. Kein Problem, machen wir alles. Alles kein Problem für uns. Ja, es geht halt einfach ein Weilchen. Weil wir müssen natürlich hier alles wieder zurück. Hallöchen. Wir sind wieder on the road. Habt ihr mich vermisst? Aha. Jetzt gleich so, wo ich komme. Eld hat Hilfe erhalten. Nice. So. Und welcher Vollhorst ist dort drüben schon? Ganz alleine gegen diese Pisser. So. Hallo? Seid ihr alle Banane? Ah, dieser Weg ist jetzt auch blockiert. Aha. Ja, machen wir gleich. Aber ich muss zuerst mal diese Vollidioten übernehmen. Sonst spielen die mir hier auf der Nase rum. So, das meinte ich. Ha, wundervoll. Jetzt kann ich von mir aus übernehmen. So, meinst du draufballern? Dann viel Spaß. So, oder hier drauf. Soll ich hier draufballern? Du hast mir nicht gesagt, wo ich draufballern soll. Ah, hier. Ziel angreifen. Bumm. Ziel angreifen. Bumm. Ziel angreifen. Nochmal bumm. Jiha. Jetzt absteigen hier. Wieder runter. Wo ist jetzt der nächste Titan? Ja, super. Hätten die mir nicht was sagen können? Wäre geiler gewesen. Aber okay. Man kann nicht alles haben. Immerhin komme ich ja hier jetzt zur Hilfe.
Und die können sich nicht beschweren. Wenn sie richtig ausweichen könnten, bräuchten sie mich nicht. So. Und jetzt, mein Freund, willst du dein Genick brechen? Okay. Genickbruch. Oder besser gesagt, Durchflutung des Gehirns. Weil alles direkt rausströmt. Eigentlich dann ist es Entleerung des Gehirns. Okay, hab mich wieder mal versprochen. Wie gesagt, mein Gerät ist kryptisch teilweise, weil ich spreche nur, was mir gerade in den Sinn kommt. Und das ist nicht gerade viel teilweise. Ich spreche privat mehr. Muss ich auch ganz ehrlich gestehen. Ja gut, da muss ich mich auch nicht so konzentrieren wie hier. Ich bin ganz ehrlich teilweise nicht fürs Aufnehmen gemacht. Oder hier kann ich teilweise dann wieder, weil es mir einfach liegt, hier solche Trottel zu killen. Ey, ich bin ja so froh, habe ich endlich den Umzug hinter mir. Ohne Witz. Denn sonst wäre das nicht mehr gegangen. So. Wo gehen wir denn zuerst aufräumen? Ich würde sagen, zuerst mal dort. Hallöchen, mein Popöchen. Schon mal was von einem durchschnittenen Hals gehört? Ich glaube jetzt schon. Nur jetzt nützt dir das nicht mehr. Du lebst nicht mehr. So. Das war dein Fehler. Und dein Ende. Wundervoll. Wir räumen die alle auf. Wir mischen und räumen alle auf. Wow. Teilweise kann man echt geile Moves und Sachen hier hinkriegen. Ist echt genial. Hallo? Jetzt nochmal. Wundervoll, wundervoll. Ey, wie geil einfach. Das könnte ich den ganzen Tag machen. Hallöchen. Na? Ich hab das so vermisst. Nein. Cutscene. Der Typ ist einfach genial, Mann. Ich lieb den. Ich lieb den. Hey, was bist denn du für einer? Ich möchte dich noch lange nicht. So. Wundervoll. Ja, schön durchgesäbelt. Ich muss da jetzt noch gucken. Ja, dem nehme ich den Arm weg. Wen nehme ich jetzt noch aufs Korn? Ja, den nehme ich natürlich auch, weil wir es können. Yeah. Sehr gut. Und jetzt machen wir natürlich das noch, damit möglichst alle hier antanzen. Ja, ja, ja. Nein. Nein. Ah, verdammt. Das wird nichts, das wird nichts. Ah, ja doch, das könnte was werden. Ja, es ist was geworden. Ah, nein. Der stand im Weg. Ah, wundervoll. Ja, wundervoll. Nice. Und der kriegt auch sein Fett weg. Ah, kriegt noch einer sein Fett weg? Der hat schon keinen Arm mehr. Ja, Unterwerfung des Todes. In meinen Augen. Oh yeah. Aha. Du überlebst noch. Nicht mehr lange. Sorry. Da weiß ich so gut, wie ein Genick funktioniert. Aber gut, wir haben nur noch zwei Stück liegen lassen. Und die zwei, die packe ich mir jetzt. So. Wundervoll. Und jetzt noch den hier mitnehmen. Mit einer Geschwindigkeit hoch 1000. Und das war's, meine Freunde. Yes, jetzt können wir mit diesem Hundesohn weitermachen.
So, wie war das mit dir? Ich glaube, das überlegst du dir gleich nochmal. Ja, ich glaube definitiv. Weil dein Arm ist weg. Mit diesem Patschehändchen kannst du nichts mehr machen. Und mit diesem nehme ich auch nichts mehr. So. Wundervoll. Der ging durchs Bein. Der ging durchs Bein. Und der nächste geht durch das Knie, mein Freund. Und wenn du das denkst, das war genug. Nö. Wir verstümmeln dich ganz. Und jetzt nehmen wir dein Genick vor. So. So, wundervolle. Vollständige Unterwerfung. Das war eine Zerstückelung. ガキども。これはどういう状況だ。巨人化したエレンが壁の穴を塞ぐことに成功した後、壁外調査より急遽引き返してきた調査兵団と駐屯兵団工兵部の活躍により、ウォール・ローゼは再び巨人の侵入を阻んだ。 Heftige Mission, muss ich sagen. Diesmal haben wir auch wieder Triple S erhalten. Ziemlich cool, schon fast wieder zwei Level bekommen. Levi hat eine neue Fähigkeit erlernt, Kettensausen. Ermöglicht die Anwendung eines Boosters zweimal in Folge. Wie geil. Ganz geil. Also wie gesagt, mein absoluter Lieblingscharakter. Wenn das einer wissen möchte, hier die Antwort. Und nirgendwo anders. Außer in den Kommentaren, wenn einer noch fragt. Expeditionsmodus spielbar. Also Hanji, ganz geil. Es ist eine neue Kleidung für Eren verfügbar. Es ist eine neue Kleidung für Mikasa verfügbar. Es ist eine neue Kleidung für Armin verfügbar. Es ist eine neue Kleidung für Jean verfügbar. Es ist eine neue Kleidung für Connie verfügbar. Auch in Ordnung. Wir kriegen neue Kleidung geschenkt. Hey Leute, wie läuft's denn hier so? Ja, mir läuft's super, bei dir. Ich hoffe auch. Sondermilitärtribunal. Keine Ahnung, was das wieder sein soll. Ein Gericht von oder vor dem Soldaten rechtlich belangt und militärische Angelegenheiten verhandelt werden. Mhm. Kriegen wir jetzt noch eine Cutscene? Ja, viel Spaß. Das Kapitel, verheerender Schlag des Verrats. 今回決めるのは君の処遇をどちらの兵団に委ねるかだ。憲兵団か調査兵団か。まず憲兵団の案を聞かせてくれ。はい。
我々はエレンの人体を徹底的に調べ上げた後、速やかに処分すべきと考えております。彼の巨人の力が今回の襲撃を退けたことは事実です。なので、せめて我々人類の英霊になっていただきます。そんな必要はない。今すぐに殺すべきだ。奴は神の英知である壁を欺き侵入した 害虫だ。ニック司祭殿、静粛に。次は調査兵団の案を伺おう。我々調査兵団はエレンを正式な団員として迎え入れ、巨人の力でウォールマリアを奪還します。以上です。ん？もういいのか？はい、彼の力を借りれば ウォールマリアを奪還できます。何を優先すべきかは明確だと思われます。だが今回の奪還作戦の報告書にこう書いてある。巨人化の直後、ミカサ訓練兵へ拳を振り抜いたと。彼は巨人の力を制御できていません。人類の命運、人材、資金を託すべきか疑問があります。 あなた方は巨人を見たこともないくせに何をそんなに怖がっているんですか。まずいか。いや、言ってやる。思っていること全部。力を持ってる人が戦わなくてどうするんですか。 生きるために戦うのが怖いって言うなら力を貸してくださいよ。この腰抜けどもめ、いいから黙って全部俺に投資しろ。構えろ。はっ。待って。 これは持論だが、しつけに一番効くのは痛みだと思う。今お前に必要なのは言葉による教育ではなく教訓だ。しゃがんでいるからちょうど蹴りやすいしな。こいつは巨人化した時力尽きるまで20体の巨人を殺したらしい。敵だとすれば知恵がある分厄介かもしれん。 こいつをいじめた奴らもよく考えた方がいい。本当にこいつを殺せるのか。外、ご提案があります。なんだ。エレンの巨人の力は不確定な要素を多分に含んでおり、危険は常に潜んでいます。そこだ。エレンの管理をリヴァイ兵士長に任せ、 その上で壁外調査に出ます。ほう、できるのかリヴァイ。殺すことに関しては間違いなく、問題はむしろその中間がないことにある。エレンが巨人の力を制御できるか、人類にとって利がある存在かどうか、その調査の結果で判断いただきたい。 Heftig, heftig, wie die den behandelt haben. Also, ja, jetzt ist der Gute bei mir unten durch. Oh Mann, ich habe das automatisch wieder drin gehabt, sorry. Aber ihm habe ich es zu verdanken, dass ich nicht der Militärpolizei übergeben wurde. Aha. Levi, Levi, Levi. Du spielst nun als Aaron. Ja, ich
liebe es. Oh, wir haben jetzt eine schicke Jacke an. Wahrscheinlich, das ist das neue Outfit. Sehr cool. Ein Fragezeichen. Mal schauen, was hier so vor sich geht. Allerdings erst im nächsten Part, Freunde. Danke fürs Zusehen. Tüdelö.